Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, wir haben gerade das Unboxing zu dem Controller gemacht. Zu dem Elitist S. Elitist. Ich spreche es garantiert falsch aus. Denke ich mal. Und da ist mir gerade was aufgefallen. Das gucken wir uns aber gleich erstmal an. Wir haben, wie gesagt, einmal einen Bluetooth-Adapter mit bei, die Rentry-Card, die Anleitung. Und ich glaube, man werdet überprüft hat oder so. So ein Pinüppelchen ist mit bei. Und ein USB-Kabel. Ist Mini, nicht C. Ich finde, ich muss das mal kurz testen, bevor ich euch das zeige, dass die USB-Buchse ziemlich weit hinten ist. Gut, der Kabel passt gut rein. Ja, das sieht dann so aus. So. Dann sieht man das. So. Also ich finde, das geht ein bisschen ziemlich weit rein, um da... Also wenn man den Originalkabel nicht mehr hat, und manche haben ja hier nur so einen dünnen, nur einen kurzen, oder sind wir dicker, also da könnte dann Probleme geben. Dann habe ich hier Pedals gefunden, aber das, die kann man abmachen. Und der ganze Controller ist gummiert, also Vorder- und Rückseite. Und hier haben wir jetzt Big One 5 Volt. Hier stehen dann halt die ganzen Sachen drin. Oben steht noch Pairing to Switch. Pairing für Windows 10. iOS und Android. Und hier... Das ist dann unter der Abdeckung. So. Man kann da jetzt aber auch nichts rausmachen oder so. Ich gucke gerade, nö. Also ich kann hier nichts rausbauen, also man kann hier nichts rausbauen oder sonst irgendwas dergleichen. Aber trotzdem ist es cool gelöst. Dadurch habe ich jetzt hinten halt das Logo der Firma. Ja, und die brauchen halt nichts zum Akku schreiben, weil dann braucht man das nur abmachen. Und hier haben wir Pedals und der ist gummiert. Vorder- und Rückseite. Die ZR und was ist ZL Knöpfe, die gehen unten auch so ein Stück, die sind unten so ein Stück gebogen. Das zeige ich euch gleich von der Seite. Die haben einen sehr schönen Druckpunkt. So, hier seht ihr das, dass die so ein Stück nach oben gehen. So, also man kann schön mit dem Finger drauf sein. Sieht man das? Ich finde halt nur, nee, doch geht. Also ein bisschen schmal ist der, sind die oberen oben, aber es geht. Haben alle einen schönen Druckpunkt. Auch die Analogsticks sind gut. Ja, die sind sehr gut.
Ah, okay, dann läuft es schneller. Okay. Also den Adapter würde ich wahrscheinlich beim PC nicht mal brauchen würden. Den könnte ich beim PC direkt anballern. Aber sehr schön gummiert. Also hat ein wunderbares Handgefühl. Die hinteren auch sehr angenehm. Also ich habe auch jetzt nicht hier irgendwie so das Gefühl, dass hier so eine Kante ist oder so. Also man merkt davon nichts, weil der liegt wirklich gut in der Hand. Und dann genau hier, ich rutsche da auch nicht runter. Oder wo ich dann sage, es ist unangenehm oder so. Nö. Ist wirklich angenehm. Und auch hier sind keine scharfen Ecken oder Kanten dran. Man kommt auch nicht zu nah an die Ecke, dass dann das vielleicht unangenehm ist, wenn man immer auf die Ecke drückt oder so. Gar nicht. Wirklich sehr angenehm. So, ich mache mal kurz einen Cut. Ich gucke mal, ob die Switch schon Energie hat. So, meine Tochter hat mir das noch übersetzt. War ein bisschen doof. Ich halte in diesen grauen Bildschirm muss ich reingehen. So, seht ihr das? Ich muss hier noch ein bisschen nach unten zoomen. Da. Und da dann einfach vorher das Pairing angemacht. Also hier oben den Knopf. Ja, dass es dann halt hier unten wild blinkt, also schnell geht. Und dann in diesen Bildschirm rein, L und R gleichzeitig gedrückt halten. Und dann ist er da. Und unten muss es dann so aussehen, dass ihr dann praktisch drei grüne und einen roten habt. So. Da. Und bestätigen. So, funktioniert alles. Wie gesagt, auf Controller. Dann das oberste gleich nehmen. So, ich mache es nochmal für euch. Dann hinten, also oben den Knopf hier drückt halten. 3 Sekunden. So, bis es da so schnell läuft, wie es jetzt hier läuft. Und dann ist er automatisch verbunden, weil er schon verbunden war. Normalerweise müsste er dann praktisch L und R gedrückt halten hier und dann seid ihr verbunden. Bestätigen und wir gehen jetzt hier mal raus und was haben wir denn da Schönes? Ach, schon wieder ein Update? Gut, dann nehmen wir was anderes. Ich will nicht schon wieder Space Invaders nehmen und so. Ich nehme mal Mario und Rabbids. So. Also die. So, die sind ja noch gar nicht zugewiesen. Also die hinteren funktionieren hier nicht, weil sie nicht zugewiesen sind. Funktioniert. Oh, ich will nicht schon wieder. Ach, müssen wir Space Invaders machen.
Da funktioniert es wenigstens mit hin und her und da kommen nicht so viele Updates. Weil mit den Updates ist echt nervig. Weil wie gesagt, die Switch ist auch nur meine Klo-Konsole. Also spiele ich ab und zu mal dran. Aber eigentlich ist sie halt, wenn ich auf Klo bin und längere Sitzung mache oder so. Dafür ist sie. Und deswegen sind die Spiele bei mir meistens nie aktuell. Auf dem aktuellsten Stand. Also da ist immer irgendwo ein Update. Space Invaders Extreme. Aber bei Space Invaders sind wir schon weitergekommen. Also ihr seht, es funktioniert sehr flüssig. So, ich denke mal, das reicht doch. Uiuiui. So. Also er fässt sich gut an. Man kann gut mit ihm steuern. Auch Steuerkreuz. Ich gehe mal noch schnell. Unter Controller und Controller Knopfbelegung ändern. Ändern. Nee, also die hinteren werden nicht angenommen. Die hinteren werden nicht angenommen bei der Switch. Die werden mir nicht angezeigt, dass ich sie bearbeiten kann oder irgendwas dergleichen oder irgendwas draufpacken kann. Die sind komplett nicht da. Wir gucken nochmal schnell. Ja. Derzeit kein Video. Ja, das funktioniert auch. Das Plus funktioniert. Funktioniert alles, also auch die Schule. So. Ich weiß nicht, ob ich den Abschluss jetzt schon gemacht hatte, weil die Schule angerufen hatte. Aber wir können doch noch kurz. So, durch den Home-Button. Und ich bin sofort verbunden. Der da. Und kann die Switch damit wecken. Wartet. Irgendwann mal nach unten. So. Ich habe ja nämlich jetzt eine Nachricht gekriegt, dass es fertig ist. Also wie gesagt, es funktioniert. Wir sind hier verbunden. Machen gleich noch kurz im Fortnite-Menü die Analogstick, ach, die Trigger hinten, ach,
Die zusätzlichen Tasten hinten. Die funktionieren auf der Switch leider nicht. Also die Switch erkennt diese Tasten nicht mal an und lässt uns die zuweisen. Das geht leider nicht. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob man da vielleicht was machen kann. Aber so von der Switch her jetzt nicht. Ich dachte, auf der PlayStation ist die Ladezeit schon lang. Aber hier auf der Switch, das ist ja heftig. Ach, die haben wohl nicht. Ich dachte vielleicht, was Nintendo exklusives. Aloy ist noch mit bei. Batman, auch bei Batman bin ich stark am Überlegen. Also den habe ich ja. Selbst ja noch im Shop einen anderen Batman. Aber hier ist auch Flash mit bei und Harley Quinn ist mit bei. Oh. So, aber nichtsdestotrotz. Battle Pass habe ich ja schon erreicht. Wir gehen mal. Y wartet hier. Und Solo. Und starten. Ah ne, falscher Knopf. B? Nee. Clean. Nee, X. Ist ja auch bescheuert. Muss man hier oben für Bestätigen drücken. Achso, das war ja, stimmt, das war ja Dreieck bei uns. Und ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Auf der PlayStation ist es ja Dreieck. Ein bisschen so machen, damit man vielleicht ein bisschen mehr sieht. Ich sehe halt jetzt kaum was. Also ich werde jetzt auch nicht gerade einen Kill machen können oder so. Ich versuche halt so, dass ihr Controller und Bild seht. Und ein bisschen rauszoomen, dass ihr das so ein bisschen besser sehen könnt. Das ist ja sehr dunkel. Nicht mal sehen, ob ich den Busfahrer jetzt schon bedankt habe. Übertrag abgeschlossen. Ist halt komplett anders auf der anderen Konsole zu spielen, ey.
Da kriegst du echt den Nickstarre hier, wenn du so die ganze Zeit drauf guckst. Aber ihr seht, es hat keine Eingabeverzögerung oder irgendwelche Lecks oder irgendwas. Es funktioniert alles wunderbar. Oh, mein Akku ist gleich leer. So. Und ab Richtung Zone. Oh, ich schaff's ja in die Zone mitfliegen. Ich hoffe, hier kommen noch ein paar Hühnchen. Hier waren, wo ist denn hier? Hier war doch der Hühnerstall. Aber hier waren schon welche. Ne, hier sind noch welche. Oh, ich sehe von. Ich kann so schon Scheiße zielen und dann jetzt. Hier von der Seite guckt, ist noch beschissener. Oh, aber nichtsdestotrotz. So. Jetzt habt ihr das auch noch in einem Shooter gesehen, dass das funktioniert. Kannst du einmal reinmachen, damit sie lädt. So, und also bis jetzt das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist einmal die Anleitung, weiße Schrift in einem orangenen Viereck, ziemlich klein, ist nicht schön, man kann das nicht lesen und halt kein Deutsch. Aber nichtsdestotrotz, aber es ist wirklich, ich zeige euch das nochmal. Wenn ihr den Controller hier seht und welche Taste welche ist, ohne dass ich jetzt ranzoome. So. In den orangenen Punkten stehen Buchstaben oder Zahlen. Ihr habt jetzt auf dem großen Bildschirm, auf dem Fernseher oder was weiß ich. Ich sehe das hier in dem Heft. Und es ist wirklich verdammt schwer zu lesen. Sehr, sehr schwer. So ist die Anleitung gut. Auch mit Batteriestand und was das ansagt, mit welchem verbunden, wie man verbunden ist und hast nicht gesehen. Das ist alles wirklich toll. Aber, wie gesagt, die Bezeichnung der einzelnen Tasten und dass man durchsieht, welche Taste das ist, das finde ich halt ein bisschen problematisch. Müsste man vielleicht ein bisschen präziser machen. Dass man vielleicht die Buchstaben ein bisschen besser sieht und so. Dann, wie es auf Dauer ist, wenn der Kabel hier oben reinkommt, kann ich auch, Entschuldigung, nicht sagen. Also, der geht nämlich ziemlich weit rein, bis bevor. Und da seht ihr das, der Ladekabel kommt. Ich stecke das nochmal rein, damit ihr das seht. So, ich halte mal jetzt den Daumen rauf. So, also da, wo jetzt mein Daumen ist, wartet, so. Hier, da ist der Controller. Und das alles, was über meinem Finger ist, ja, das ist dann im Controller drinne, auch das Schwarze.
Das finde ich ein bisschen sehr tief. Also da müsste man mal gucken. Also wenn ich denn halt den Kabel nicht mehr habe, wie es dann aussieht mit einem anderen USB-Kabel, ist das, kommt man trotzdem noch daran und kann vernünftig laden oder eher nicht. Aber das muss ich dann mal testen. Ich werde mir mal ein paar Kabel raussuchen. Das kann ich euch dann sagen beim nächsten Mal. Verpackt den erstmal, dass er hier nicht rumfliegt und dass die Teile halt alle zusammen sind und zusammen bleiben. Weil sonst ist hier was, da was, dann hast du einen USB-Stick, also den Bluetooth-Stick und den Controller nicht zusammen und dann. Nee, ich hab das immer schön getrennt. Also zusammen. So. Also von mir ein so haptisches Feedback, also haptisches Feedback nicht, aber das Feedback vom Controller, was er mir gibt, das haptische, wenn ich ihn anfasse, ist sehr schön. Vibration weiß ich nicht, ob er Vibration hat. Die Tasten lassen sich sehr gut drücken, sind auch nicht zu laut. War bei dem letzten, bei diesen einzelnen Kleinen, da habt ihr gesagt, dass es laut ist. Also ich fand das eigentlich ganz okay, die Lautstärke. Also das ist hier wesentlich leiser. Aber bei diesen kleinen Dingern, bei diesen Joy-Cons, da habe ich es lieber lauter. Weil da weiß ich, dass ich auch weiß, dass ich gedrückt habe, weil die Tasten sind da so klein und futzelig. Das ist für meine dicken, fetten Pfoten nicht so gut. Hier kann es ruhig leiser sein, da krieg ich es ja mit. Ja, das sollte soweit gewesen sein. Wie gesagt, das Einzige, was ich bis jetzt zu bemängeln habe, ist halt mit dem USB, weiß ich nicht, muss man gucken. Aber halt mit der Anleitung, dass die Buchstaben kaum zu lesen sind. Da muss man nachbessern, das werde ich auch schreiben. Also werde ich der Firma auch schreiben. Das ist ein Kritikpunkt von mir und ich habe Brille aufgehabt und habe es nicht sehen können. Ich habe dann ein Foto gemacht und rangezoomt, dann kann man es sehen. Also da muss man auf jeden Fall noch was machen. Es ist halt ungünstige Farbgebung. Oder die Buchstaben ein bisschen dicker machen oder so. Die sind auch ziemlich dünn geschrieben, aber egal. So, das soll es jetzt soweit erstmal gewesen sein. Ich werde den jetzt erstmal testen. Ich werde nur noch am PC testen und so. Und ich wünsche euch was. Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Sagt euer Odin.